In diesem Video zeige ich dir, wie du die Teilbarkeit einer größeren Zahl untersuchen kannst, indem du diese größere Zahl geschickt in eine Summe zerlegst. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich habe hier schon mal drei Beispiele vorbereitet und die werde ich jetzt mal nach der Reihe mit dir durchgehen. Bei dem ersten Beispiel, da ist die Frage, ob die 33 die 1056 teilt oder nicht teilt. Und wie man das herausfindet, das zeige ich dir jetzt. Und zwar macht man folgenden Trick, dass man sich diese 1056 anschaut und da so nach und nach ja, das in Summanden zerlegt, also in Teile zerlegt, die einzeln alle teilbar sind und dann schaut bei dem allerletzten Teil, ob dieser Teil dann auch teilbar ist. Am besten mache ich es mal vor, direkt am Beispiel. Also ich würde mir jetzt hier also die 1056 anschauen und würde die jetzt zerlegen in kleinere Zahlen. Und zwar so, dass diese kleineren Teile garantiert durch 33 teilbar sind. Ich will ja wissen, ob die gesamte Zahl durch 33 teilbar ist. Ich nehme jetzt hier Teile ab, die schon mal garantiert durch 33 teilbar sind. Zum Beispiel die 330, die ist ja garantiert durch 33 teilbar. Das sehe ich auf einen Blick. Und die steckt da auch mit drin. Ja, also das ist ja mehr als 330. Ja, ich sehe sogar, da passt ja sogar dreimal die 330 rein. Deswegen schreibe ich die hier noch zweimal dahinter. So, das ist alles durch 33 teilbar. Jetzt muss ich bloß mal überlegen, wie viel da noch übrig bleibt. Die drei hier zusammen, das sind schon mal 990. 990, dann bleiben noch 66 übrig. So, das 66 ist nicht mehr viel. Den Teil schreibe ich dann dahinter. Und dann schaue ich mir jeden einzelnen Teil an. Ja, die ersten Teile, die habe ich natürlich so gewählt, dass die garantiert durch 33 teilbar sind. Und jetzt entscheidet der letzte Bruchteil darüber, ob die ganze Zahl 1056 durch 33 teilbar ist oder nicht. Ja, und jetzt muss ich mir also anschauen, 66, ist das durch 33 teilbar? Ja, das ist teilbar. Und somit sehe ich dann hier, dass diese ganze Zahl hier durch 33 teilbar ist. Also 33 teilt 1056. Wenn ich das nämlich in eine Summe zerlege, dann sehe ich, jeder einzelne Summand ist durch 33 teilbar. Und wenn das gegeben ist, wenn ich das also so in eine Summe zerlegen kann, dass jeder einzelne Summand teilbar ist, dann ist auch die Summe, also hier diese ganze Zahl hier, dann ist die auch durch die Zahl teilbar. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Felsbrocken, diese riesige Zahl, und ich hau da so Stücke ab und dadurch wird der Rest immer kleiner. Ja? Also hier wird 330 wird abgeteilt, nochmal 330, nochmal 330 und am Ende bleiben dann nur noch diese 66 über, die ich mir dann anschauen muss. Und dadurch wird die Aufgabe halt so schrittweise immer übersichtlicher. Gut, machen wir das Ähnliche mal hier bei dem zweiten Beispiel. Hier geht es um die Teilbarkeit mit der 27. Ich schreibe mir also die 575 auf. Und dann fange ich wieder an. Ja, 270 zum Beispiel kann ich da ja sehr gut abteilen. 2 mal 270 sind 540. Also kann ich das nochmal abteilen. Ja, ich nehme also immer Teile, die garantiert dann auch teilbar sind, durch das, was ich da untersuchen will. Jetzt muss ich nochmal wieder eben überlegen. 540, dann bleiben noch 35 übrig. Ja, und 35 ist natürlich garantiert nicht durch 27 teilbar. Ja, du siehst also hier, okay, teilbar,
teilbar? Nein, nicht teilbar. Und damit ist dann gezeigt, dass das Ganze hier nicht durch 27 teilbar ist. Also 27 ist kein Teiler von 575. Ja, also der Trick, der funktioniert so. Immer teilbare Teile abtrennen von der riesigen Zahl, von dem großen Brocken und ganz am Ende den kleinen Rest dann anschauen. Und der entscheidet dann letztendlich darüber, ob die ganze große Zahl teilbar ist oder nicht. Gucken wir uns hier noch das letzte Beispiel an. 7, ja, ist ein Teiler oder halt eben nicht. Mal eben kurz überlegen. 973. Ja, da würde ich ja erstmal die 700 nehmen. Plus 210 geht ja. 21 ist ja in der 7er Reihe. Dann geht ja 210 auch. Dann habe ich schon 910 weg und dann bleiben noch 63 über. Also 700 geht, klar, 210 geht, klar, und 63 durch 7, ja, das ist 9 mal 7, das geht auch. Das heißt, 7 ist ein Teiler von 973. Ja, wieder derselbe Trick. Immer große Brocken abtragen von der Zahl, die ich untersuchen möchte. Und ganz am Ende bleibt nur noch ein kleines Stückchen über und das kann ich dann halt genau leicht entscheiden, so gesehen. Und dann habe ich die Erkenntnis über die ganze Zahl. Welche Summanden du hier nimmst, das ist dir überlassen. Du kannst das also auch in kleineren Schritten aufteilen, so wie es dir gerade passt. Wichtig ist, dass die Einzelteile zunächst alle immer teilbar sein müssen und das allerletzte Stückchen, so gesehen, das entscheidet dann über die Teilbarkeit der gesamten Zahl. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lass mir sonst gerne noch eine Frage unten im Kommentarbereich. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!